Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Memento Mori. Wir sind mit einer neuen Folge Bloodborne. Jawohl, vielleicht ist es euch aufgefallen, aber ich war beim Friseur. Ich habe etwas Haare gelassen. Musste mal sein, ne? War ja wirklich schon schrecklich. Hatte so die Sturmfrisur, wenn der Wind ging. Komm her. Quatsch. Alter, die Waffe hat's einfach drauf. Hat eine gute Reichweite. Ja, komm her. Komm her, komm her. Hat eine gute Reichweite. Komm. Alter. Du bist ein bisschen besser gelegen als ich hier, aber... Komm, weg mit dir. Ja, wir haben das Leben wieder zurückbekommen, das ist natürlich ein Vorteil. Und ich weiß jetzt auch wieder, wo ich hin muss. Ja, Amela haben wir besiegt. In diese Richtung waren die zwei Jäger, da wurden wir ja verschleppt. Aber das Gebiet, wo wir verschleppt wurden, das lassen wir erstmal, denn ich glaube, wir sind dabei noch etwas zu low und gehen nach links in den Wald. In den verlassenen Wald. Aber in den Wald. Ja, Bloodborne. Sehr schönes Spiel. Und auch ziemlich schwer, ne? Also man muss wirklich sagen, Hut ab vor diesem Spiel. Es gibt keine Mängel, nix, ne? So, lauter Grabsteine, ne? Das fängt ja schon mal gut an hier, ne? Okay, düster natürlich. Ja, man muss hier wirklich auf viele Sachen achten, ne? Wir werden vielleicht auf eine Höhle hier treffen. Aber den Boss, den kann ich erst umbringen, wenn der Mond rot ist. Ja, wir müssen aufs Wetter schauen. Ich wusste es auch nicht. Aber, ja, war etwas verdutzt. Okay, da schießt was auf uns. Ah, da oben. Ah ja, stehst du hier genau richtig. Neben dem Grabstein. Oh, da ist ein... Da ist noch ein Tier. Haben wir fast gedacht, dass du jetzt kommst. Komm her. Hoho, da schießt noch was auf uns. Da schießt noch irgendwo was auf uns. Von da vorne? Ja. Na komm. Quick looten. Perfekt. Okay, jetzt wird spannend. Wauzi kommt als erster zur Party. Wauzi war zuerst auf der Party. Und jetzt kommt der Bastard hier dran. Es ist hoffnungslos. Was ist hoffnungslos? Du bist tot. Ah, da vorne liegt Stuff, ne? Stuff. So, wo müssen wir hin? Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass wir hier richtig sind. Dass wieder was auf mich schießt. Ah. Hab dich schon gesehen. Hab dich schon gesehen. Oh. Zwei habe ich nicht gerechnet. So. Da war noch einer. Naja, du kleiner, mieser Bastard. Ja, die Waffe ist ziemlich gut, ne? Alter, jetzt reicht's schon mal. Hey, das ist nicht mal normal, ohne Witz. Da wird geschossen und geschossen. Okay. Wir wissen es. Komm her. So, wo... Ah, komm. Da müsste aber noch irgendwo einer sein, ne? Ich glaube hinter uns. Ja, ja. Na komm, so schnell lebt ihr nicht, ne? Ihr seid verflucht! Ihr seid verflucht. Ja, Quecksilberkugeln haben wir leider zum Sauffuttern, ne? So. Ja. Drei Leute da. Den ziemlich gemütlich da. Oh. Okay.
ja, wäre ziemlich gefährlich geworden fast. Verflucht, ja, ja. Ja, vielleicht sind wir sogar verflucht, ne? Vielleicht sind ja wir Bestie. Knochen. Was? Knochenmakasche? Oh ja. Oh ja, Kaltblutau. Gib mir euer Zeug. So, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nichts übersehen. Ja, das können wir alles nicht aufheben. Das sieht aber so aus, als können wir es aufheben. Kiesel. Wir haben genug Kiesel. Schade. Ich bin eigentlich so ein Kiesel-Fanatiker. Ja, ja, die Wahrheit kommt ans Licht, die Wahrheit kommt ans Licht. So, was gab's hier oben? Nichts. Na gut. Es gibt nur einen Weg und das ist geradeaus. Auch wenn der Weg ziemlich gefährlich ist. Ja, vielleicht willst du ja wissen, ich habe einen Beruf. Ja? Ich habe einen Beruf und es ist nicht YouTube. Denn mit YouTube verdient man den feuchten Furz. Ah, ja, ja. Ah, komm, ich wusste, dass sich nicht noch ein Schlag ausgeht. Quatsch. Ich bin Elektriker. Gelernter Elektriker. Ja, ja, ich habe eine Ausbildung. Man glaubt's nicht, ne? Nicht die ganzen vom YouTube da, die vom Beauty-Kanal und so. Alter, der macht ziemlich Schaden. Also nicht die Leute vom Beauty-Kanal, so Bibi und so ein Schmarren, die sich schminken vor der Kamera. Also ich habe schon einen Abschluss, ne? Also das ist ein bisschen fies vielleicht. Ein bisschen. ja, Elektriker abgeschlossen und zurzeit bin ich im Kfz-Bereich. Das heißt, ich baue quasi Autos zusammen. Feuerwehrautos. Falls wer wissen will. Und ja, ist eigentlich recht spannend. Hier ist eine Nachricht. Licht voraus. Okay. Oh ja. Gegen irgendetwas ist der Typ gestorben. Okay, da vorne ist wirklich ein Licht. Alter, das feier ich gerade. Da hat was gekunst. Keine Gnade für Frauen. Wo sind die Frauen? Das klingt wie, weiß nicht, wie Kinder oder so. Keine Ahnung. Wundersame Nacht. Stimmt. Mond sehe ich gar nicht. Denn da gibt es ja, wie gesagt, in einem Boss, den dürfen wir nur angreifen, wenn der Mond rot ist. Ja? Weil sonst bekommen wir einen Gegenstand nicht und ja. Blitz ist effektiv. Mein Schwert ist effektiv. Alter, hat die hat ein Messer. Das sah aus wie ein Küchenutensil. Alter, die sind wahnsinnig. Gefällt mir. Oh, oh, oh. Die eine sieht mich jetzt, aber die nicht. Ohoho. Oh. Alter. Nicht so aggressiv. Alter. Ja, da kommt sie nicht drauf, ne? Sie kommt doch drauf. Alter, jetzt aber. Was, elendes Viech, Alter. Ich hab... verbrannte wegen dir und meine ganzen Heilungen. Quecksilberkugel. Braucht keiner die Quecksilberkugeln. Noch nicht, ja, ja. Denn ich habe einen ominösen Gegenstand gefunden, den ihr nicht im Let's Play gesehen habt. Und dieser ominöse Gegenstand hat's drauf, ne? Der macht uns um einiges schneller. Aber mir fehlt noch das Level und die Arkanmacht und keine Ahnung, hast du nicht gesehen.
Mir fehlt das meiste dazu. Was ist denn das hier? Hier sind lauter kleine Lampen. Oh. Aggressives Ding, du. Das war ein Bügeleisen, oder? Ja, die Folge wird frauenfeindlich, ne? Okay, da funktioniert nicht. Nichts hier außer hohe Punkte, was? Ja, reinspringen wäre fatal, ne? Haben, glaube ich, schon einige probiert. Schauen wir mal. Die sind gestorben. An was seid ihr denn gestorben, bitte? Um Gottes Willen, hier ist ein Fenster. Okay. Okay, die ist nicht gesprächig, aber so hätten wir doch gerne alle Frauen. Das sind nur so Grunzen, keine Ahnung. Ich feiere das Spiel, ohne Witz. So, Zwillingsscherbe. Okay, das brauchen wir zum Aufwerten. Ja, warum? Ist eigentlich mein Schwert besser? Ich kann es euch kurz zeigen. Mein Schwert ist besser, da es, wie ihr seht, mit Stärke und Beweglichkeit skaliert. Und zwar auf 10. Ne? Das wird noch besser. Wenn ihr die Axt zum Beispiel seht, die skaliert eher, ja, eher mit Stärke und wenig Beweglichkeit, ne? Sorry fürs Husten, ohne Witz, mache ich nicht gerne. Aber ich spüre es noch ein bisschen in den Hals. Und das hier skaliert einfach besser, ne? Von allen Werten, ich habe Beweglichkeit und Stärke natürlich. Oh ja, das war ein Einlauf, wie du ihn verdient hast. Okay, die sterben hier alle. Warum sterbt ihr? Vorsicht vor Projektil. Hallo Projektil. Laufen wir einfach mal rein. Projektil. So, eine weg. Kommt der Mauzi noch dran? Zwei Schläge gehen sich aus, zweihändig. Tot. Aber was für ein Projektil. Oh. Na, du bist mir eine. Du bist mir eine. Schmeiß sie mit Molotov-Cocktails. Ah. Das war... die hat einen Hammer. Die hatte einen Hammer. Vergangenheitsform. So, da steht die Tussi. Das war knapp. Wenn die den getroffen hätte auf uns, ich weiß nicht, ob wir noch so dastehen würden, wie wir es jetzt tun. Oh ja. Yeah. Geist ansehen. Warum sterben hier? Oh, er ist wütend. Jetzt! Ich bin auch wütend. Und wir haben ein paar Kugeln gebraucht. Ideal, würde ich sagen. Blutfiolen. Okay, ich habe 14 Stück. Wundersamer Gegenstand. Ja. Hat er nicht Unrecht? Hilft uns beim Waffenverbessern. Okay. Oh. Du bist mir eine aggressive, ne? Alter, sie hat getroffen. Elendes Mistviech. Was, elendes Mistviech? Oh, das war jetzt ein Soundbug.
Habt ihr es gehört? Das Zzzz. Ansonsten spielt kurz zurück, ne? Das war ein kleiner Soundbug. Tor öffnen. Denkste. Ich höre da irgendwo etwas grunzen. Ich weiß nicht, ob mir das Grunzen gefällt. Okay. Hallo? Okay, hier waren wir schon. Ja, das ist halt jetzt ein Irrgarten, ne? Ihr braucht genauso viel Geduld wie ich. Naja, hättest du so gedacht, ne? Hättest du so gedacht, ich wäre sicher hier irgendwie... Vorsicht vor Langwaffe. Ja, nicht mit Memento Mori, nicht mit Memento Mori. So, Leute, ich find's ziemlich schade, warum das sich bei einigen nicht viel tut in der Kommentarbox. Ihr würdet mir eine Freude machen, ne? Ich bekomme ziemlich viele Kommentare vom anderen, vom Memento Mori 2.0, die bessere Variante. Und ohne Witz, die haben Inhalt, da sitze ich auch teilweise lang dort, dass ich den irgendwie beantworte. Riech nach Vogel. Oh. Da geht aber irgendwo was. Fuck. Okay. Einer noch. So. Alle zerhäckselt. Ja, ich bekomme sie lange Kommentare, das freut mich immer recht. Muss halt teilweise kann ich die nur beantworten, wenn ich zu Hause bin. Weil am Handy tippt sich das Ganze ja etwas mühseliger. Mit der Autokorrektur und alles. So, hier haben wir, glaube ich, den Shortcut, ne? Wundersamer Hebel. Oh! Wieso geht sie runter? Ah, verstehe, ja. Das war der Shortcut. Einmal betätigt, wir können ihn jetzt quasi die ganze Zeit verwenden. Das ist natürlich gut für uns. Eine kleine Abkürzung, ne? Aber ich habe so im Urin, wir werden gleich sterben, oder? Oh! Ah, das tat weh. Da bekomme ich nicht mehr zurück. Überfall war das. Ja, das war wirklich ein Überfall. Die Brücke, die sieht auch nicht robust aus, ne? Und ja, da brauche ich halt ein bisschen zum Beantworten, was mir natürlich sehr Spaß macht, ne? Und jetzt? Spreng runter. Tu der Welt einen Gefallen. Du hässliches Ding, spreng runter. Du hast jetzt noch die Chance. Spreng runter. Komm, 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 komm. Naja, ich riskiere es nicht. Am Ende fliege ich noch runter. Das wäre ziemlich blöd. Okay, ich traue der Stille hier nicht. Irgendwo geschoss sich hier wieder. Ja. Ich sehe dich doch. So, gehen wir mal raus hier. Ja, die ist etwas schneller, muss man sagen. Etwas schneller. Ja, ja, im Pferdestall. Pferde fressen und so. Da gehört er rein. Alter, das ist so creepy hier mit der Tür. Entweder du gehst zu oder du gehst auf. Aber nicht im Hin und Her, das macht mich kirre. Kirre ist ein deutsches Wort, ne? Hochdeutsch. Oh. Boah. Und über ihn drüber gesprungen oder seitlich? Ich habe es jetzt nicht so gesehen. Ich habe mich auch ehrlich gesagt etwas verdrückt. Aber egal. Hallo? Wir müssen auch aufpassen, dass uns nichts von oben auf den Kopf springt. Okay.
Aber ich hoffe, wir werden das Feuer hier nicht legen, beziehungsweise das Stroh entfachen. Und ob, oder beziehungsweise wie es weitergeht, liebe Leute. Sehen in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank. Und ja, Kommentar würde ich mich freuen. Genauso wie ein Like. Bis zum nächsten Teil. Euer Memento Mari. Ciao, ciao.